Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Yay, wir sehen uns wieder nach einer, ja, nach der letzten Folge eben. Aber da war eine kleine Aufnahmesession-Pause zwischen jetzt. Ich habe mal ein bisschen Pause gemacht, war ja lange letzte Session. So, Mario, du hast den Brief von Prinzessin Peach erhalten. So, lieber Mario, das ist wahrscheinlich derselbe Wisch wie immer. Ja, diesen Brief liegt etwas bei. Dabei haben wir sie doch schon befreit. Wisst ihr, das ist wieder diese unfassbar gute Logik irgendwie. Wir haben sie schon längst befreit, aber trotzdem ist sie noch gefangen beim Unhold. Wie sie das schafft, obwohl wir sie befreit haben, immer noch beim Unhold zu hängen, das ist wirklich eine Geschichte, die ich selbst gerne mal gewusst hätte. So, jetzt lasst uns mal schauen. Wir haben hier alles, wir haben da, also Kometenmünzen meine ich, wir haben da alles. Wir haben hier alle, Oh mein Gott, dann fehlen nur noch zwei Kometenmünzen. Moment, ich muss noch mal kurz Ton gucken. Ja doch, sollte aber in Ordnung sein. So, und wo diese wunderbare, herrliche Kometenmünze ist, das weiß ich sogar noch, Leute. Oh ja, das weiß ich sogar noch. Denn als ich das Video gerendert habe zu dieser Folge, habe ich mir am Ende gedacht, kurz vorm Stern ist sie nämlich, habe ich mir gedacht, oh TT, du erzählst gerade davon, dass du nicht weißt, wo die Kometenmünze ist. Und gerade in dem Augenblick, als du davon erzählst, dass du nicht weißt, wo die Kometenmünze ist, ja, fliegst du im Grunde vorbei. Also das war schon eine recht dumme Aktion, muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen weiß ich aber jetzt umso besser, wo sie ist. Oh mein Gott. Das sieht gefährlich aus, wir müssen aufpassen. Ah, das ist wieder so eine... Schnell, 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 schnell! Oh mein Gott. Okay, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, da hätten wir es geschafft. Jetzt müssen wir hier noch eben was machen und dann nämlich am Ende. Das ist kurz, wirklich kurz davor. Oh, eine Hälfte. Nein, fuck! Boah, bin ich blöd. Nein. Ha. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne, ne. Oh mein Gott, Leute. TT ist wieder zu blöd für die halbe Welt hier. Ihr merkt das wahrscheinlich schon. Ich merke das auch selber gerade schon. Okay, so. Maxi-Pilz Nummer 1 hätten wir dann aber doch. Scheiße. Boah, bin ich ver... Boah, mein Gott. Ja, ich liebe es halt auch ein bisschen spannender. Darf ja nicht immer so langweilig sein. So, deswegen hüpfen wir hier gerade... Den Mega... Das! Boah, das hat aber nichts mehr mit Spannend zu tun, sondern einfach nur mit Dummheit. So, ja, außerdem habe ich mal ein bisschen recherchiert. Nein, geh weg, Alter. Und herausgefunden, dass das mit meinem... Ich sammel Sternteile für den Tod überhaupt noch gar nichts bringt. Da die Geschichte mit den Sternteilen, mit den 900... Nein. Mit den 9999... Mein Gott, was mache ich denn hier? Erst was bringt, wenn wir, ja, schon mal, also wenn wir die grünen Sterne sammeln. Sagen wir mal so, wenn wir alle Sterne haben, ja, alle grünen Sterne irgendwie, dann bringt das nur was. Das heißt, vollkommen sinnlos, die jetzt zu sammeln, da wir auf jeden Fall erst mit dem, ja, diese ganzen Fressluma, die ganzen Rainer-Dingens da machen müssen. Bringt uns ansonsten nichts, ne? Also die müssen wir auf jeden Fall machen. Das war zwar eine schöne Idee, das von Anfang an zu sammeln, aber bringt uns jetzt hier im wirklichen Leben in dieser Mario Kart Welt noch nicht wirklich viel. So, komm jetzt. Beeil dich, Mario. Du musstest viele Abenteuer... Oh mein Gott. Bestehen. Und doch immer wieder wurdest du getrollt. Jetzt komm schon, da ist die Kometenmünze. Seht ihr? Und die habe ich damals übersehen. Wie kann man nur so dumm sein, sagt er euch jetzt. Frage ich mich auch im Nachhinein. Obwohl ich gerade aber erstmal gucken muss, dass ich
lebend hier rauskomme. Ja, und jetzt? Ne, ne, Alter, ne, 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 das, ne. Oh mein Gott. So, okay, und jetzt flieg rüber, fly over the rainbow. Dim, 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 Mario. Sauber, geil, damit hätten wir auch den nächsten Stern. Was heißt den nächsten Stern, die nächste Kometenmünze? Warte mal. So. Habe ich gerade auch mal glatt den Spielberater geholt. Denn den werden wir bei dem nächsten Ding jetzt brauchen. Ich weiß nämlich nicht, wo die nächste Münze ist. Das weiß ich nicht, da bin ich wieder zu blöd für. So, Luba, Steuermann voraus. Hier haben wir die Kometenmünze nun. Und sie fehlt nur noch da. Und das kann gar nicht so weit weg sein. So, warte mal. Ah, guck mal, ich habe direkt sogar direkt die richtige Seite aufgeschlagen. Und jetzt gucke ich ganz kurz, wo sie ist. Da, ah, okay, 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 okay. Alles klar, ich weiß, wo sie ist. Und dann können wir nämlich auch weitermachen. So, und ich denke, in dieser Aufnahmesession, also in diesem Part, werden wir jetzt noch die, hoffentlich die Kometenmünze schaffen. Und in den nächsten Parts, meine lieben Freunde, werden wir dann fachmännischerweise uns um was kümmern? Richtig, wir werden uns darum kümmern, die 120 genialen Sterne zu ergattern. Naja, was wir hoffentlich auch schaffen werden. Also, ich weiß gar nicht, ob wir gut... Liegen wir gut in dem Partplan? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, letztes Mal habe ich auch so an die 60 Parts irgendwie gebraucht für die 120. Und dann... Schießt den Geier tot. Keine Ahnung, wie lange habe ich gebraucht für den Rest, für die 100, 120 Grünen. Ich glaube, an die 50 Parts auch irgendwie, ne? Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Ich habe schon wieder den Tod vor Augen gesehen. Der Tod war praktisch schon wieder da. So. Nein. Fang, fang, fang. Nein. Doch. Nein. Da wollte ich doch nicht hin, ey. Nee. Das ist doch der fucking Bonusstern. Oh Mann, GG, Alter. Da wolltest du doch gar nicht hin. Scheiße, Mann. Ja, ihr kleinen Kürbisdackel. Was ist eigentlich mit euch? Hä? Wurdet ihr gekürbist? Hä, wie komme ich denn dann da weiter? Ich habe das Level schon immer gehasst. Nur mal so zur Info. Wollte ich jetzt auch nochmal gesagt haben. Ne, nicht, dass der Eindruck entsteht, ich würde das Level eigentlich in Wirklichkeit total mögen. Dem ist nicht so. Wollte ich nur nochmal betonen. Dem ist nicht so. So, jetzt warte ich aber, bis das hier richtig ist, damit ich auch direkt rübergehen kann. So, pass auf. Ja. Ah, so. Alles klar. Hier sind wir richtig. Hoffe ich. Hoffe ich. Hoffe ich. Ah, jau, sauber. Alle Sternteile. Ach ja, genau. Das war ja unsere... Ich stand ziemlich tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Das war jetzt knapp. Das war knapp. Boah. Und die Animation finde ich so geil, ja. Wie einfach mal alles instant rausgerissen wird. Ja. Es wird ja förmlich wirklich rausgerissen. Von der Schwerkraft stark gebeutelt. Nur das hier bleibt. Ne. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe mich gerade erschrocken und mir gedacht, was passiert. So. Aha. Jetzt kommt der kleine Mann frei. Und will uns wunderbar natürlich den Weg zur nächsten Ebene ebnen. Ey, was ist los, Kleiner? Hey, vielen Dank. Alles klar. So, und da, wo wir jetzt hingeflogen werden, da, seht ihr, da ist die Kometenmünze. Wieder frage ich mich, wie kann die ein so aufmerksamer Let's Player, wie ich es doch bin, beim ersten Mal übersehen? Das ist wieder eine Frage, die sich stellt. Und die
bis er nicht beantwortet worden ist. Ne? Bisschen zu früh. Ah, okay. Na dann. Oh mein Gott. So, jetzt, damit sollte ich aber... Ja. Oh ja. Damit habe ich Erfolg. So. Jetzt ist es nur noch die Schwierigkeit. Ah, okay. Jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es. Jetzt kann ich durchrennen. Oh ja, Leute. Ne, noch haben wir es nicht. Stopp, noch haben wir es nicht. Gefährliche Stachelattacken. Oh mein Gott. Da, warum? Tut mir das doch nicht an. Gib mir doch einfach den Stern jetzt. Okay. Und... Boah, nee, ne? Ey, nee. Ah, okay, Moment. Das geht noch. Das geht noch. So. Okay. Oh mein Gott. Okay. So. Meine Kollegen, lieben Damen, meine lieben Damen und Herren, Freunde, Verwandte, Familie, Außenstehende, Nichtverwandte, weiß ich nicht welche. Wir sehen uns hier gerade wieder und wollen gleich hoffentlich eine Kometenmünze feiern, die wir uns schwer erkämpft haben. Aber so wie ich das sehe, sieht das gar nicht so aus. So, wenn ich das verkacke, Leute. Wenn ich das verkacke. Mario, ich hab's nicht verkackt. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. So, damit hätten wir 2 Sterne pro Part geholt. Naja, pro Part ist gut in diesem Part. Aber naja, das zählt ja jetzt nicht richtig. Aber wir haben alle Kometenmünzen und können ab dem nächsten Part nun jetzt endlich die Jagd auf die wirklich Dingensterne machen. Und ja, das sieht gar nicht nett aus. Das sieht nicht nett aus. Okay, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Table Tennis Gamer. Tschüss.